Lesen war gestern. Höre deine Lieblingsbücher als Hörbuch oder Podcast bei Audible. Die größte Audiobuchbibliothek für alle deine Geräte. Wie du Audible nutzt und ein kostenloses Hörbuch deiner Wahl bekommst, zeige ich dir in diesem Video. Als erstes schauen wir uns die Abo-Übersichten und Preise von Audible an, so wie du dein kostenloses Hörbuch bekommst. Danach gehen wir auf die Einrichtung auf deinen Geräten ein, sowie die Oberfläche am Computer und wie du dort Hörbücher kaufst, hörst und alles rund um die neuen Podcasts. Anschließend schauen wir uns die App für deine mobilen Geräte an und die Einstellung. Du kannst in der Videobeschreibung zu den einzelnen Punkten springen oder das Video durchlaufen lassen, um alles zu erfahren. Für mehr Tutorials abonniere den Kanal und teile das Video, wenn es dir gefallen hat. Grundsätzlich kannst du auf Audible jedes Hörbuch für einen festen Preis kaufen. Und dieses besitzt du dann auch als digitales Produkt, so wie wenn du in ein Hörbuch im Buchladen kaufst. Aber Audible bietet auch eine Abo-Aktion, die sich wirklich lohnt. Für 9,95 € im Monat bekommst du ein kostenloses Hörbuchguthaben, welches du gegen ein hochwertiges Hörbuch oder für je ein halbes Guthaben zwei kleine Hörbücher eintauschen kannst. Außerdem kannst du als aktiver Flexi-Abo-Kunde jedes Hörbuch für maximal 9,95 € kaufen. Also alle teuren Hörbücher werden reduziert. Einen weiteren Vorteil hast du. Du bekommst alle Original-Podcasts kostenlos dazu, welche je pro Podcast bis zu 10 € im Monat kosten. Das Tolle am Abo ist, du kannst es jederzeit sofort kündigen und du hast die Garantie, wenn dir ein Hörbuch nicht gefällt, nachdem du es gekauft hast, es wieder gegen ein anderes Hörbuch einzutauschen. Alle Hörbücher, die du bei Audible kaufst oder durch das monatliche Guthaben bekommst, besitzt du, wie bei einem normalen. Das heißt, wenn du das Abo kündigst, kannst du deine Hörbücher immer noch hören. Als Amazon Prime-Kunde bekommst du die ersten 3 Monate von Audible kostenlos, also 3 kostenlose Hörbücher. Mehr zu Amazon Prime findest du in der Videobeschreibung, wo du es kostenlos 30 Tage testen kannst. Als normaler Kunde bekommst du den ersten Monat kostenlos über den Link in der Videobeschreibung oder 3 Hörbücher für je 4,95 €. Also probier es einfach aus. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es immer noch wieder kündigen. Link zu dem kostenlosen Probemonat in der Beschreibung. Aber um Audible nutzen zu können, am Computer, Tablet oder Smartphone, brauchst du ein kostenloses Amazon-Konto. Du kannst dir dieses Konto kostenlos auf audible.de oder auf amazon.de erstellen oder nach der Installation in der Einrichtung der App. Wenn du schon ein Amazon-Konto hast, kannst du dich damit bei Audible einfach anmelden und alles nutzen. Du reichst über den Link in der Videobeschreibung Audible. Hast du dich dort oben links angemeldet oder über den 30 Tage kostenlos Testen-Knopf ein Konto erstellt, siehst du die Oberfläche von Audible. Auf der Startseite selbst werden dir basierend auf deinen Käufen und Wünschen verschiedene Hörspieler vorgeschlagen. Oben rechts kannst du dein Konto verwalten, wo du dein aktuelles Abo siehst und dieses auch kündigen kannst und weitere Einstellungen machen, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen. Oben rechts neben deinem Konto siehst du deine aktuellen verfügbaren Guthaben und den Hilfebereich, wie ein Einkaufswagen. Darunter befindet sich die Suchleiste, wo du nach einem bestimmten Hörbuch suchen kannst. Im Menü kannst du neben dem Logo auf deine Bibliothek zugreifen, wo du zu deinen Hörbüchern, deinen Vorbestellungen und zu deinen Hörbuchverschenkungen kommst. Dazu später mehr in der App. In der Bibliothek hast du eine Übersicht deiner Hörbücher, die du erworben hast, mit Cover, Titel, Autor, Länge, Kaufdatum und deine Rezension. Wie du es auf dem Computer anhören kannst, klären wir auch später. Im Menü unter Merkzettel findest du alle Hörbücher, die du auf der Verkaufsseite auf deine Merkzettel gesetzt hast. Du kannst hier die Titel auch wieder von der Liste löschen. Unter Hörbüchern kannst du nach verschiedenen Genres suchen oder einfach entdecken und durchstöbern. Außerdem kannst du hier Gutscheine einlösen und kaufen, sowie dein Profil bei Audible verwalten. Im letzten Fenster findest du noch die Podcasts, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Hast du ein Hörbuch angeklickt, findest du alle relevanten Informationen, sowie meistens eine Hörprobe unter dem Cover. Und rechts kannst du das Hörbuch kaufen für Geld oder für Guthaben, was du hast. Wenn du ein aktives Konto bei Audible hast, bekommst du jedes Hörbuch für maximal 9,95 €. Du bezahlst mit der hinterlegten Zahlungsmethode deines Amazon-Kontos. Du kannst den Titel hier aber auch auf deinen Merkzettel setzen. Scrollst du etwas runter, findest noch Inhaltsangabe sowie weitere Titel vom Autor und die umfangreichen Rezensionen von anderen Audible-Kunden. In deiner Bibliothek hast du auch die Möglichkeit, deine Hörbücher anzuhören. Du siehst unter deinem Hörbuch einen Play-Button. Wenn du darauf klickst, öffnet sich ein weiteres Fenster in deinem Browser mit dem Hörbuch, wo du es direkt starten kannst. Hier kannst du im Player vor- und zurückspulen, sowie zwischen Kapiteln wechseln und Lesezeichen setzen. Dieser Webplayer ist bei vielen Hörbüchern verfügbar,
aber nicht bei allen. Wenn es nicht verfügbar ist, siehst du einfach keinen Play-Button unter deinem Hörbuch. Du kannst aber auch deine Hörbücher am Computer über Drittanbieter hören. Entweder du besitzt einen Computer mit Windows 8 oder höher, um dir die Audible-App aus dem Windows Store herunterzuladen, oder du klickst auf den Download-Knopf unter Anhören und kannst die Hörbücher auch in iTunes anhören. Wie das klappt, Link dazu in der Videobeschreibung. Dafür braucht man ein zusätzliches Programm. Du kannst aber keine Hörbücher bei Audible als MP3 herunterladen. Das liegt einfach an Lizenzgründen. Neuerdings gibt es auch Podcasts bei Audible und die sind ziemlich spannend und interessant. Du findest die Podcasts im Menü unter Original Podcast. Du kannst als aktiver Abokunde alle Podcasts kostenlos anhören. Ohne Abo musst du monatlich für den Podcast bezahlen, was dem Preis des Audible-Abos entspricht. Klickst du einen Podcast an, bekommst du eine Übersicht vom Podcast und einen Trailer, den du dir anhören kannst. Wenn dir der Podcast zusagt, kannst du ihn einfach kostenlos abonnieren und dann den Podcast anhören. Momentan gibt es die Podcasts nur am Computer, aber bestimmt auch bald in der App. Du kannst dir die Audible-App über den Link in der Videobeschreibung kostenlos herunterladen. Hast du die App installiert, musst du dich mit deinem aktuellen Amazon-Konto anmelden. Auf deiner Startübersicht siehst du alle Hörbücher, die du auf deinen Geräten heruntergeladen hast. Du kannst im Menü oben zu deiner Cloud wechseln, wo du alle deine gekauften Hörbücher siehst. Um ein Hörbuch anhören zu können, musst du es auf deinem Gerät herunterladen. So kannst du dein Hörbuch auch immer ohne Internet anhören. Im Menü oben kannst du außerdem deine Hörbücher durchsuchen, wie zum Shop kommen, also der mobilen Seite von Audible. Auch über das erweiterte Menü kannst du auf den Shop zugreifen, sowie auf die Einstellungen, deine Empfehlungen, News und Statistiken. Klickst du auf ein Hörbuch, siehst du die Zeitleiste und das aktuelle Kapitel. Klickst du auf das Cover, siehst du den Titel sowie den Autor. Im unteren Menü kannst du das Hörbuch pausieren, zurück- und vorspielen, sowie zwischen den Kapiteln springen. Oben kannst du in einem optimierten Modus wie das Auto switchen, sowie die Geschwindigkeit einstellen. Du kannst auch eine Notiz erstellen, sowie im erweiterten Menü einen Schlaftimer einstellen und viele weitere Optionen, die sich selbst erklären. Im linken Menü kommst du zu den Kapiteln und deine Lesezeichen, sowie wieder zurück in deine Übersicht. Du erreichst am Computer deine Einstellungen über dein Konto. Hier kannst du deinen Namen, E-Mail und deine Adresse bearbeiten, sowie deine Audiomagazine verwalten. Außerdem kannst du die Privatsphäre-Einstellung tätigen. In der App kannst du außerdem einige Einstellungen zum Download, der Wiedergabe und zu allgemeinen Sachen machen. Alles eigentlich selbstverständlich. Falls du noch Fragen zu Audible hast, stell sie doch unten in den Kommentaren. Und nicht vergessen, über den Link in der Videobeschreibung kannst du Audible 30 Tage kostenlos testen und dein Hörbuch deiner Wahl kostenlos bekommen. Als Amazon Prime-Kunde sogar 3 Monate. Für mehr Tutorials rund um Amazon und andere Sachen findest du auf meinem Kanal. Einfach kostenlos abonnieren und wenn dir das geholfen hat, einfach teilen.